Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem Video von Final Fantasy XIV. Ich bin hier der Heiler der Druide und bin im zweiten Hauptdungeon, also der Hauptstory. Und ja, ich muss heilen als Heiler und protecten und so. Und ja, geht eigentlich genau gleich wie bei anderen MMORPGs. Dass man einfach aufpassen muss, dass die anderen nicht zu viel Lebensenergie verlieren und somit heilen. Und ja. Ich habe der Druide als zweite Charakterklasse genommen. Man kann ja jede Charakterklasse nehmen, einfach muss man natürlich alle von vorne hochleveln. Und habe dann noch den Pikanier genommen. Und ja, mit dem mache ich jetzt die Hauptstory, auch weil ich gestern mit dem Wulfrus zusammen im Stream ja, die Hauptquest gemacht habe. Ich hatte im ersten Dungeon eine recht schlechte Gruppe gehabt, die ist scheinbar besser, hat auch einen defensiveren Tank, der auch was aushält. Ja, mehr oder weniger. Ich muss schon richtig viel heilen jetzt. Aber geht schon viel, viel besser. Weil man kann wirklich nicht steuern. Man ist eigentlich immer mit extremen Noobs in einer Gruppe. Das regt auf natürlich. Weil die Dungeons recht spät kommen und die Leute dann wirklich keine Ahnung haben. Immer noch, weil sie eben noch keinen Dungeon gemacht haben oder eben erst der zweite Dungeon ist. Ich bin da schon ein bisschen erfahrener, auch wenn ich die Dungeons überhaupt nicht kenne, weil ich nie solche Spiele gespielt habe. Und bin ich trotzdem immer der Beste und wurde auch zum besten Spieler im ersten Dungeon gewählt. Der einfach am wichtigsten war. Und kann man hier bei ansehen. Wertvollste Spieler, genau. Und jo. Ist natürlich als Heiler auch, denke ich mal, am besten. Der Heiler muss ja natürlich auch die Leben retten und so. Der Tank muss eigentlich nur beschützen und die anderen nur angreifen. Finde ich das natürlich auch am lohnens. Also, ja, was soll ich sagen? Dass zum Beispiel eben alle natürlich den Heiler wollen, finde ich natürlich okay. Aber ich gebe natürlich dem ab, den ich sehe, okay, er hat am meisten gemacht schon. Also, ja. Wie soll ich sagen? Es ist halt einfach. Man muss sich einen auszeichnen und dem am meisten auffiel, denn der wird von mir gewählt. So, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Dieser Dungeon ist doch ein bisschen anspruchsvoller als der andere. Also kann ich ausmachen im Dungeon, wenn ich den anderen folgen kann, aber ich habe immer so ein bisschen Orientierungsprobleme, weil einfach nicht zu wenig gezeigt wird. Oder in anderen MMORPGs wird dort gezeigt, wo ich hin muss. Sei es auf der Minimap oder sei es irgendwie mit Einzeichen, mit Wegpunkten oder so. Ja, außerdem gefällt mir das Itemsystem nicht so, man bekommt eigentlich nur die Attribute über und das war's. Das Klassensystem ist der Hammer, das ist mega geil. Hat zwar ein bisschen zu wenig Story, aber ja, ich bleibe bei Final Fantasy XIV. Wollte ich schon immer spielen, habe es jetzt endlich geschafft. Und jo. Das nehme ich mal, das hat sehr gute Stats.
Also, ja, mit Gier kann man es nicht nehmen, aber man kann es auswürfen. Man kann es auswürfen, hier unten steht es. Ja. Und wir kommen recht. Starke Gegner. Die greifen auch nicht an, die hinten. So, da ist ein bisschen komisch gefallen. Ich habe kein Teleberek. Ah, er will warten. Deshalb. Gut, dann weiter. Was musst du sagen, wenn du warten willst, dann musst du warten. Was musst du sagen, dass du wartest? So. Und dann ist ein Gegner, aber der wird scheinbar. Gut. Was ich auch nicht genau sehe, was es, was Buffs sind, wahrscheinlich nach unten gerichtet. Das, also das Dach im Höchsten. man braucht den Zauber eigentlich gar nie, der Medica-Zauber. Finde ich ein bisschen blöde noch. Medica nochmals. Der Spieler. Ah, hast du einen schönen Titel. Ich habe leider noch keinen Titel bekommen. Weiß jetzt nicht, was ich machen muss. Um einen Titel zu bekommen. Ein Reittier bekomme ich mit Level 20. Scheinbar nach dem dritten Dungeon. Haustier habe ich schon 3. Könnte ich noch mehr haben, aber ich mache nicht alle Nebenquests. Jo. Als ich das Luftschiff endlich bekam, da war es natürlich viel toller für mich, weil ich natürlich Marodeur war. Und da, naja, nicht viel lief. Mit Druide läuft viel mehr. Ich kann immer wieder Leute heilen, wenn sie irgendwo ein bisschen Lebensenergie verlieren oder so bei diesen, ja, bei diesen Events überall, die man zufällig machen kann. Es sind immer wieder Leute, die Lowlife sind. Und da macht der Druide natürlich schon viel Arbeit. Gut. Was die anderen Charakterklassen einfach nicht machen können. Ich war ja nie eigentlich der Heiler. In Leech of Legends war ich ab und zu der Support. Aber gewürdigt wurde der Heiler eigentlich nie und das ist gut hier. Da wird man schon ein bisschen gewürdigt, weil viele nicht Heiler wollen. Die wollen einfach nicht Heiler sein. Da bin ich halt als Marodeur und als Pikenier schon gern der Heiler. Was ist denn das? Ja, muss ich auch nehmen. Kann ich nichts anderes. Ich möchte ja nicht immer alles nehmen, aber wenn ich es brauche, dann brauche ich es. Okay, die Hanfhose ist mir. Gehört mir jetzt. Okay.
Okay. Ja, jetzt bist du ein bisschen bedrängt. Ich kann dich hoffentlich noch genug heilen. Herr Leonie Dragunel. Ich hoffe, du weißt, was du machen musst, wenn du zu viel Lebensenergie verlierst. Einer ist gestorben, er ist im Dungeon. Völlig komisch. Dann habe ich ihm gesagt, er muss halt ein bisschen weniger pullen. Und ein bisschen abhauen, wenn er sieht, dass er nicht überlebt. Und dann hat es irgendwie geklappt und er ist dann nicht mehr gestorben. Und hier hat es eigentlich auch gut geklappt, auch wenn er nicht, er musste nicht fliehen, weil ich ihm genug heilen konnte. Mal schauen, wie es beim Endboss aussieht von diesem Dungeon. Der Endboss war lächerlich. Bisschen regenerieren. Ja, will er nicht. Wenn ich mehr Buffs hätte, könnte ich da ein bisschen noch mehr machen, aber scheinbar ist es jetzt nicht so wichtig. Einfach ein bisschen hochheilen. Auf Maximum heilen, nicht so touch. Die weiten Dungeon werde ich wahrscheinlich dann auch zeigen. Und ich werde natürlich auch zeigen, was ich so mache. Im Livestream, ja, muss ich dann schauen, ob ich dann auch ein Video mache. Weil, ich muss ihn dann einfach muten oder das Video einfach abstellen. Solange, ich dann ein Video aufnehme. Und da kann ich auch zeigen, wie ich ihn heile. Den Wulfruss. Annie. Kurz zeigen. Kann ich gerade nicht machen. Conductor ist auch nicht. Ja, zeige ich es nachher nochmals, wer der Wolfruss ist. Hat ja über 100.000 Viewers, also Dinge, Abonnenten schon. Auf YouTube noch nicht ganz, aber er macht auf YouTube auch nicht mehr so viel. Und ja, ist mir einfach am sympathischsten von allen Streamern und ist eigentlich der einzige Streamer, den ich schaue. So, noch ein bisschen regenerieren. Das Mana von ihm ist sehr gering. Okay, macht weiter. Das finde ich ein bisschen blöd, wenn man noch ein bisschen läuft, dass man die sauber nicht sprechen kann. So, jetzt will ich ihn wieder amüsieren. Ist jetzt der Dungeon bald zu Ende. Der Boss müsste jeden Moment kommen. Ja, haben wir noch zwei Sphären zerstören. Und dann noch ein Kleinodien finden. Okay. Durch den Magier als erstes. Hm.
distanziert sich eher vom Magier. So, Level 19, gut. So, Kleinhut. Und dann durchbrochene Barrieren. Also scheinbar muss man da noch die zwei anderen Sporoliten sammeln. Ja. Okay, muss man nicht. Ah, da sind die Sporoliten. Verstehe. Ja, das Spiel wurde nicht immer optimal gemacht. Man hat eigentlich relativ oft so das Gefühl, es wird einem nicht zu genug gesagt. Das stößt ein bisschen an die Verwirrung. Aber ja, scheinbar wollen die Entwickler da in eine andere Richtung gehen und immer nur mehr Content liefern. Sind halt nicht die besten, aber das Spiel bietet genug. Und man braucht halt ein paar Tage, bis man drin ist. Und ja, ich bin nicht optimal drin, aber ich bin eigentlich schon gut reingekommen. Da ist zum Beispiel Ulfrus noch nicht so drin. Immer wieder Verwirrung, wo er hin muss und was er machen muss. Und ja. Ja, ich kann halt noch ein bisschen mehr spielen. Auch wenn ich den ganzen Tag eigentlich Sport machen muss. Jetzt in der Hitze joggen und Krafttraining machen. Nicht Fußball spielen, der Hitze, das geht gar nicht. Wir haben ein paar Gradchen mehr als in Deutschland. So, der nächste. Ah, jetzt kommt noch die Brücke hier auf. Gut. Schokolade essen, ich bekomme langsam Unterzucker. Sonst muss ich das eine Ledertasche. Und Kartograph noch ein bisschen mehr. So, und der Großkönig ist der Endboss. Nicht so stark aus. Der andere Endboss hat noch Flächenangriffe gemacht und Diener so gerufen. Aber das kommt vielleicht hier auch noch. Gut, der eine muss tanken, das macht er gut. Ja, und dann greifen den unauffälligen Imp an. Ja, das habe ich bei Wolfus auch gesehen, die machen das genauso gut. Das ist schön. Teams buffen den irgendwie oder heilen ihn. Hab's jetzt nicht genau gesehen. Jetzt haben wir drei und einen Skelettkrieger. Ich gehe mal zu denen. Damit ich auch nicht angegriffen werde. Okay, der ist gestorben. Und jetzt können wir wieder zum Großkönig den angreifen. So schön. Ein bisschen außerhalb des Kreises.
So, mal schauen. Ein bisschen weggehen. Dann greifen die anderen Games an. Ja, ist der andere. Ah, dort. Was machst du? Die andere Seite. Zappen. Okay. So, wir gehen wieder ein bisschen weiter weg. Wir können trotzdem heilen, weil er wird wahrscheinlich wieder den Flächenangriff machen. Ja, wie vorausgesehen. Und dann ist er bald down. Down. Der Downy down. So, und? Haben wir es geschafft. Kommt nichts Neues. Ja, wir haben es geschafft. Yay! So, der dritte Dungeon werde ich dann auch noch zeigen. So, ein bisschen herzlich sein. Ja, die nehme ich jetzt mal nicht. Sind auch nicht so gut. Ich fand den Magier eigentlich am besten. So, zurückkehren. Der Magier, der hat schon eine recht gute Zauber drauf gehabt. Ja, den Tank war eigentlich schön defensiv, hat aber auch Probleme gehabt, weil ja, ich denke einfach, dass ich halt auch ein bisschen low-level war und ein paar Probleme hatte, aber ja. Naja. Wo er wurde ausgezeichnet? Der Toten Akatamtara. Ist das jetzt der Ding gewesen? Das schaue ich gleich nochmals im Video, ob es der Magier war. So. Okay. Dann gehen wir mal zum nächsten Dungeon. Das werde ich schneiden. Und zeige euch dann den Dungeon. Einfach ein bisschen später oder so. Jetzt vielleicht noch ein bisschen leveln. Weil, ich ja low-levelig war, möchte ich einfach noch ein bisschen angemessener sein. Ich denke, auf Level 21 wäre gut zu leveln. Ja, muss nicht unbedingt sein, aber ich schau mal. So, also Dankeschön fürs Schauen. Das Game macht Spaß. Und wenn es euch auch Spaß macht, ja, könnt ihr auf viele Videos von mir freuen. Und ja, unterstützt mich vielleicht ein bisschen mit Likes oder mit Kommentaren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dankeschön und tschüss. So, ja, ich hab's gemerkt. Totenack ist ja der Dungeon. Und hier unten dran, ich wurde wieder wertvollster Spieler. Das ist normal eigentlich als Heiler. Jo, freut mich. Ich werde weiterhin Heiler nehmen, weil Heiler immer am längsten brauchen, bis sie dann in die Dungeons reinkommen. Verstehe ich. Ist, dass sie halt nicht die wertvollsten sind und deshalb auch ausgezeichnet werden. Also nicht die wertvollsten. Sie sind schon die wertvollsten, aber nicht die beliebtesten, die unbeliebtesten sozusagen. Ich finde es toll als Heiler, werde weiterhin Heiler nehmen in Dungeons. Und wenn Wolfruss ja, live streamt, dann werde ich natürlich ihnen helfen. Er freut sich natürlich auch sehr viel fest. Und ja, werde das Video jetzt hochladen. Bis denne, Dankeschön nochmals und tschüss.